grüße euch, liebe Grillfreunde. Freut mich, dass ihr wieder zuschaut. Ich wurde gefragt, ob ihr mal was Süßes auf dem Holzkohlegrill zaubern könnte. Natürlich, klar, kein Problem. Solltet auch ihr Fragen haben oder Wünsche, schreibt mir eine Nachricht oder kommentiert es in den Beiträgen. Wir haben Frühling und deshalb gibt es heute einen Rhabarber-Crumble. Für den Boden, da brauchen wir einen Mürbeteig. Ganz einfach zu merken, der 3-2-1-Teig, 3 Teile Mehl, 2 Teile Butter und 1 Teil Zucker. Dazu kommt noch ein kleines Ei. Das rühren wir alles schön in einem Schlagkessel. Den Rhabarber, den schälen wir, schneiden den in kleine Stücke, mischen den mit Vanillezucker. Das entzieht ein bisschen Wasser und macht alles nochmal süßer. Und obendrauf als Deckel kommt der Crumble, das Butter, Mehl, Zucker und gemahlene Haselnüsse. Den geschmeidigen Teig packen wir es hier in Folie und lassen den für eine Stunde circa ruhen in einem Kühlschrank. Währenddessen machen wir den Crumble fertig, legen den neben dran, der Rhabarber wird mariniert und in einer Stunde geht's weiter. Die Kuchenform haben wir gefettet, am besten etwas Butter oder Öl, ein bisschen Mehl drauf, den Kuchen ausgerollt, eingesetzt. Jetzt kommt der Rhabarber. Und dann den Crumble schön wild drauf verteilen. Die Briketts Lühen, da haben wir jetzt 20 Stück drin, für jede Seite 10, das reicht vollkommen. Das Besondere, wir stellen uns die Kohlekörbe jetzt hier im V. Dann haben wir hier eine große indirekte Zone. Setzen wir den Rost an, stellen dann den Kuchen in die indirekte Zone, möglichst weit weg von den Kohlekörben. Wir schließen den Deckel, lassen den eine starke halbe Stunde backen. Danach drehen wir die ganze Form um und die nächste starke halbe Stunde. Wichtig ist, dass die Lüfterklappen über dem Kuchen stehen, so kann die Luft gleichmäßig in einem Kugelgrill zirkulieren und der Kuchen kann gleichmäßig durchbacken. Wir backen den Kuchen bei 180 Grad, aber wundert euch nicht, wenn ihr hier auf der Anzeige ca. 200 Grad habt, da die Anzeige genau über den Kohlen ist, wird es hier über den Kohlen immer heißer sein als über eurem Kuchen. Halbzeit. Und jetzt seht ihr schon hier noch schon eine schöne Bräune. Jetzt drehen wir den ganzen Kuchen mal um. Und die nächste halbe Stunde. So, Stunde 10 ist rum. Schaut euch an. Perfekt. Am besten gleich mal anschneiden. Der Boden. Ja, super saftig. Schaut auch gut aus. Gleich mal probieren. Super saftig. Leute, viel Spaß beim Nachgrillen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mensch.